1975 wird die UN-Dekade der Frau ausgerufen. Auf der ersten UN-Weltfrauenkonferenz in Mexiko-Stadt werden Themen wie Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden diskutiert. Zum ersten Mal wird ein Aktionsplan gegen die Diskriminierung von Frauen entworfen. Auf den beiden folgenden UN-Weltfrauenkonferenzen in Kopenhagen und Nairobi werden die Aktionspläne überprüft, überarbeitet und ergänzt. Die größte Weltfrauenkonferenz in der Geschichte der UN findet vor 20 Jahren statt. Aus 189 Ländern kommen 47.000 Teilnehmerinnen. Das war 1995 in Peking. Die verabschiedete Erklärung und Aktionsplattform von Peking fordert die umfassende Gleichstellung der Frau sowie die gleichberechtigte Mitwirkung an wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entscheidungen. 12 Hauptprobleme der weltweiten Diskriminierung von Frauen werden identifiziert. Gender Mainstreaming wird Teil internationaler Frauenpolitik. Peking gilt als ein Sieg der Frauenbewegung. 189 Staaten ratifizieren die Erklärung. Aber längst sind nicht alle Ziele erreicht. Zum Beispiel Gesundheit. Das Konzept der reproduktiven Gesundheit der Frau ermöglicht es, dass Frauen über ihre Sexualität und Fortpflanzung selbst bestimmen können. Das Recht auf Abtreibung als Menschenrecht wird jedoch nicht verankert. Menschenrechte. Die Menschenrechte der Frauen sollen gestärkt und Frauenrechte als Menschenrechte anerkannt werden. Die Frauenkonvention wurde aber nicht unterzeichnet von Iran, Sudan und Somalia und von den USA nicht ratifiziert. Gewalt und bewaffnete Konflikte. Sexuelle Gewalt in Konflikten wird als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert und vor dem Internationalen Strafgerichtshof geahndet. Je militaristischer eine Gesellschaft, desto verbreiteter ist die Vorstellung von Dominanz und Gewalt als männliche Werte und desto höher ist die Rate häuslicher Gewalt. Außerdem ist sexualisierte Gewalt Teil von Kriegsstrategie. Wirtschaft und Machtpositionen. Derzeit gibt es 19 Staatschefinnen, so viele wie noch nie in der Weltgeschichte. Viele Staaten haben Quoten für regionale und nationale Parlamente. Jedoch liegt diese Quote in den meisten Ländern nur zwischen 20% und 30%. Nach wie vor erschweren traditionelle Familien- und Rollenbilder das politische Engagement von Frauen. Bisher hat es die große Mehrheit der Staaten versäumt, den Verpflichtungen von Peking nachzukommen. 20 Jahre nach Peking gibt es noch viel zu tun. Frauenrechte sind Menschenrechte. Deshalb Frauenrechte weltweit endlich umsetzen. Jetzt.